Ich werde von Anglern oft gefragt, wie lange halten sich eingeschläferte Maden nach dem Angeln, wenn man sie wieder für die nächste Session einsetzen will. Ich finde, das ist hier eine sehr spannende Frage. Gleich nach dem Intro geht's zur Antwort. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei MS Friedfischen TV und für alle neuen Gesichter. Mein Name ist Michael Schlögel und meine Passion ist seit über 50 Jahren modernes Friedfischangeln pur. Wer gerne mehr solche Videos sehen möchte, der kann gerne meinen Kanal gratis abonnieren und ist immer up to date. Eingeschläferte oder leblose Maden spielen oft eine entscheidende Rolle für erfolgreiches Fischen. Egal ob Futterkorb oder Posenangeln. Die Fleischmade ist immer noch der Topköder bei den Friedfischanglern. Das gilt beim Anfüttern als auch beim Hakenköder. Möchte man einen Madenteppich anlegen, der auch nach Stunden immer noch konzentriert auf einer Stelle liegen bleibt, dann haben leblose Maden oft Vorteile gegenüber den lebendigen Krabblern. Oft kommen die Fische nicht sofort auf den Futterplatz. Die quirligen Krabbler verkriechen sich in der Zeit, wenn der Fisch kommt oder die Fische kommen, sind sie im Schlamm verschwunden und sind also weg vom Futterplatz. Leblose hingegen bleiben auch nach Stunden noch konzentriert und für das Fischauge, für perfekte Köderpräsentation auf dem Boden liegen. Wenn der Fischschwarm dann in die Futterspur kommt, hat er es einfach und fühlt sich bei dem Energiehappen wohl wie im Paradies. Ich denke auch, dass clevere große Fische wissen, wenn der Angler lebendige ins Wasser wirft, und fressen erst dann, wenn die Gefahr vorüber ist und die Maden sich nicht mehr bewegen. Auch auf Krautbänken und im Schlamm bleiben sie gut sichtbar für die Flossenträger auf dem Präsentierteller gut liegen. Daher wird das Fischen mit Leblosen immer populärer, was in anderen Ländern wie zum Beispiel England schon längst gang und gäbe ist. Doch nun zurück zur Konservierung der Leblosen. Ich kann natürlich nur von meinen hergestellten Maden mit den Maggot Sleeper berichten. Diese sind bei dieser Methode narkotisiert, also sie leben eigentlich noch und leben natürlich länger als aufgebrühte oder eingefrorene Maden. Daher liegt mein Erfahrungsbericht nur bei Maggot Sleeper. Und nochmal zur Klarstellung. Die Basis des Maggot Sleeper ist der Boilie Crusher. Und er wurde so abgeändert, dass man dann Maden einschläfern kann. Original funktioniert er wirklich nicht. Viele meinen es, aber es geht nicht. Obwohl ich mit dem Sleeper immer nur eine gute Handvoll pro Crush erzielen kann, bleiben am Ende oft doch noch ein paar übrig, die ich gerne mit nach Hause nehmen möchte und für die nächste Session einfach wieder einsetzen will. Obwohl das Herstellen mit dem Sleeper im Nu passiert, erspare ich mir einfach das Prozedere mit dem Aussieben, mit dem Crushen und nochmal dem Auswaschen. Und wenn das Fischen rum ist, dann nehme ich mein 2,5 mm Pinky-Sieb, schütte sie drauf und wasche sie nochmal aus. Im nächsten Schritt fülle ich die 0,6 Liter Dose mit frischem Wasser auf und schütte die schlaffen Maden hinein. Ist das Auto im Innenraum relativ heiß, dann habe ich im Vorfeld immer eine Kühltasche mit Kühlakkus dabei, sodass diese nicht umkippen und verderben. Zu Hause angekommen werden diese sofort in den Kühlschrank bei ca. 3 Grad Celsius in das hintere Eck nahe den Kühlrippen gestellt. Achtung, gefrieren sollen sie dabei nicht. Ich habe schon etliche Tests gemacht und diese über eine Woche im Kühlschrank gelagert und danach erfolgreich wieder eingesetzt. Doch wie prüfe ich sie, ob sie überhaupt gut sind? Ganz einfach. Ich fülle mit 3 Fingern die Maden in einen Polcup. Danach zerschneide ich diese, sodass ein leichter Brei entsteht. Riecht es streng, dann ist das Protein umgekippt und nicht mehr brauchbar und du musst dir neue herstellen. Riecht es hingegen neutral, dann ist die Qualität noch gut und du kannst sie verwenden. Probiert es einfach selbst aus und schildert mir eure Erfahrung.
Ihr könnt mir dies gerne in die Kommentarleiste unten schreiben. Ich hoffe mal wieder, dass das Filmchen euch gefallen hat. So könnt ihr mir gerne ein Like hinterlassen. Ich sage mal wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Filmchen. Euer MS.